your number one gym to be. Stay strong, healthy, and fit. Get ready for your Fit 7-Eleven home workout. Hallo, hier ist wieder die Jane. Und ich möchte jetzt eine Meditation machen mit dir zur Aktivierung deiner Hormone, zur mentalen Aktivierung. Ich empfehle dir, nach dieser Meditation gerne auch das Hormon-Yoga zu machen. Oder du kannst auch zuerst das Hormon-Yoga machen und danach die Meditation. Entscheide selbst. Nimm einmal eine bequeme Haltung ein. Leg dich entweder auf eine Matte oder auf ein Sofa. Oder komm genauso wie ich in den Schneidersitz. Und dann schließe einmal deine Augen und entspanne deinen ganzen Körper. Mach dein Gesicht ganz weich. Fühle einmal, wie du dich mehr und mehr entspannst. Dein Puls wird ruhiger und deine Muskulatur entspannt sich mehr und mehr. Ich bitte dich jetzt, dich genau auf meine Worte zu konzentrieren und deine komplette geistige Kraft auf das zu lenken, was ich dir jetzt sagen werde. Denn du bist bereit, deine Hormone in deinem Körper jetzt zu aktivieren. Entspanne deinen ganzen Kopf, entspanne deine Arme, fühle in deine Hände und entspanne sie. Entspanne jetzt deine Beine. Deine Füße sind entspannt. Und du atmest ruhig und gleichmäßig. Fühle jetzt einmal, wie ein goldenes Licht des Universums in deinen Kopf hineinflutet und deine Königsdrüse, die Hypophyse, sanft umschmeichelt. In Gold spüre, wie deine Königsdrüse, die alle deine Drüsen in deinem Körper aktiviert, jetzt mit dem goldenen Licht energetisiert wird. Spüre, wie deine Königsdrüse, deine Hypophyse in deinem Kopf zu strahlen beginnt in alle Richtungen deines Lebens. Spüre, wie sie energetisiert wird und mit ihr werden alle Hormone in deinem Körper aktiviert. Stolz und glänzend erstrahlt deine Hypophyse. Fühle jetzt, wie das Licht auch in deinem Kopf, vielleicht ein wenig unterhalb deiner Stirn, deine Zirbeldrüse aktiviert. Das Licht färbt sich jetzt violett und aktiviert in deinem Kopf deine Zirbeldrüse. Spüre, wie mit der Aktivierung deiner Zirbeldrüse deine geistige Intuition und emotionale Intuition aktiviert wird. Fühle, wie deine Zirbeldrüse in Violett zu glänzen beginnt.
spüre, wie sie erstrahlt in alle Richtungen deines Lebens. Das Licht flutet jetzt in deinen Hals hinein zu deiner Schilddrüse und aktiviert deine Schilddrüse und zugleich dein Kehlkopfchakra in Blau. Spüre, wie deine Schilddrüse aktiviert wird und von einem blauen Licht umhüllt wird. Dein Kommunikationschakra wird somit gleichzeitig aktiviert. Du weißt stets, die richtigen Worte zu sagen in jeder Situation deines Lebens. Spüre, wie deine Schilddrüse aktiviert wird mit dem blauen Licht des Universums und wie sie beginnt, in alle Richtungen deines Lebens zu strahlen. Spüre, wie dein Hals warm wird. Vielleicht spürst du ein sanftes Kribbeln in deinem Hals. Wunderbar. Und dein Kehlkopfchakra über deinem Hals dreht sich entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Es ist aktiviert. Du hast eine starke Kommunikationskraft in dir. Spüre jetzt, wie das Licht des Universums in deinen Brustkorb hineinflutet zu deiner Thymusdrüse. Spüre, wie mit der Aktivierung deiner Thymusdrüse dein ganzer Herzraum aktiviert wird in Grün. Und deine Thymusdrüse beginnt zu strahlen, wie auch dein gesamter Herzraum in Grün in alle Richtungen deines Lebens. Spüre, wie deine Thymusdrüse aktiviert wird und dein Herzchakra ebenso. Liebe und Wärme durchfluten deinen ganzen Körper in Grün und du öffnest dich dafür, Liebe und Wärme auch anzunehmen und zuzulassen. Und du bist auch bereit, Liebe und Wärme abzugeben in alle Richtungen deines Lebens. Und du lässt nur noch positive Menschen, Energien in dein Leben hinein. Fühle jetzt, wie das Licht des Universums in deine Nebennieren flutet. Das Licht färbt sich jetzt in Gelb. Spüre gleichzeitig, wie dein gesamtes Solarplexus-Chakra aktiviert wird. Geistige Kraft durchflutet dich. Spüre, wie deine Nebennieren aktiviert werden und mit Energie versorgt werden in Gelb, wie sie erstrahlen. Und sei dankbar für die Funktion deiner Nebennieren. Geistige Kraft durchflutet dich in Gelb. Spüre jetzt, wie das Licht des Universums in deine Keimdrüsen hineinflutet. Beziehungsweise bei Männern in die männlichen Geschlechtsorgane
und bei den Frauen in die weiblich. Spüre, wie sie aktiviert werden. In Orange, wie sie zu strahlen beginnen. Spüre, wie ein orangefarbener Energieball jetzt deinen gesamten Bauchraum aktiviert und dich mit Lust und Lebensfreude durchflutet. Jede Zelle in deinem Bauchraum wird aktiviert. In Orange. Spüre jetzt noch einmal alle Organe in deinem Körper und alle Hormondrüsen, wie sie alle strahlen in voller Entfaltung. Sei dankbar, dass sie ihre Aufgaben in deinem Körper erfüllen und dass sie dich jederzeit aktivieren und jederzeit für dich da sind. Spüre, wie sie strahlen in allen Richtungen deines Lebens und in allen Farben deines Lebens und deinen Körper sanft mit Energie versorgen und diese Energie lässt dich erstrahlen. Du bist voller Ausstrahlung und Schönheit in alle Richtungen deines Lebens. Dein gesamtes Hormonsystem wird mehr und mehr aktiviert. Spüre, wie alle Hormondrüsen erstrahlen. Nimm jetzt die Arme gestreckt an die Seite und komm jetzt in Namaste. Fingerspitzen zur Stirn. Deine Hormondrüsen sind jetzt aktiviert. Danke deinen Hormondrüsen, dass sie immer ihre Aufgaben für dich erfüllen. Sei dankbar dafür, dass du sie hast. Und wenn du merkst, dass du nicht im Gleichgewicht bist, fühle in deinen Körper hinein und aktiviere immer wieder deine Hormondrüsen. Denke an sie, aktiviere sie, fühle, wie sie erstrahlen. Namaste. Daumen zum Herzen, Fingerspitzen wieder zur Stirn und dann öffne dich wieder. Sei wieder ganz im Hier und im Jetzt. Du kannst diese Meditation 1 bis 2-mal oder auch 3-mal in der Woche wiederholen. Sie aktiviert dich und stärkt deine gesamte Energie. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Genieße das Leben. Deine Jane.